Das Liebli hat seinen Vater getragen beim letzten Titelgewinn von IB. Das Liebli trägt er heute vom FC Thun. Andi Wittmer, der beste Vorbereiter in der Europa-League-Saison 2013. 2014 wird da sein im IB-Fanlokal, was relativ ungewöhnlich ist für einen Thun-Spieler. Und er bringt sogar noch einen Kollegen mit, Gianluca Frontino, der eigentlich nach 20 Jahren schon lange aufgehört hat mit dem Profifußball und auf eine Versicherung geschafft hat, dann es wieder zurückgebracht hat. Heute sind beide Stammspieler beim FC Thun und kämpfen momentan gerade gegen den Abstieg. Da in der 12 Fußballbar auf der Halbzeit in Bern erzählen sie von ihrem Alltag und ihrer sehr komischen Karriere. Sind die 12, die Fußballbar. Heute 19 Uhr im SSF.